Hi, ich bin Guido und ich zeige euch jetzt, wie man einen neuen Auftrag im Schera Easy Model anlegt. So, nachdem wir die Software gestartet haben, gehen wir oben links auf den Button Neuen Auftrag konfigurieren. Wir können dann als erstes unseren Patient anlegen. Das ist ein Pflichtfeld, alles das, wo ein Stern hinter ist, das müssen wir ausfüllen. Als nächstes Zahnarzt und Techniker können wir auswählen, wenn wir möchten. Dann haben wir hier die Modellfarbe. Da haben wir drei unterschiedliche Modellfarben zur Auswahl. In meinem Fall nehme ich mal das Multi White. Wenn wir eine andere Farbe für den Stumpf haben wollen, nehmen wir dementsprechend hier auch die zweite Farbe. Wir sagen, dass wir den Auftrag designen und drucken wollen. Dann können wir jetzt hier in der Mitte dementsprechend unsere Dateien hochladen. Dementsprechend hier Ober- und Unterkiefer. Bestimmen die hier in der Software. Ober- und Unterkiefer. Man kann sich hier in der Mitte auch nochmal die Vorschau dementsprechend anschauen lassen, wenn man nicht mal genau weiß, was eigentlich hier gepreppt worden ist. Dann hier in der Mitte Modellform auswählen. In diesem Fall ist das Modell ganzer Kiefer mit Stumpf. Und wir können jetzt hier bestimmen, dass wir einmal einen Stumpf haben an 2,1 und die beiden Nachbarzähne wollen wir auch noch herausnehmbar gestalten und eine gegenüber am präparierten Zahn. Das war's mit Auftrag konfigurieren. Vielen Dank.